Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stalker Clear Sky. Im alten Fabriksgelände. Und bei niedriger Frameszahl, aber egal. Hier sind gerade haufenweise feindliche Banditos am Werke, die uns gerade das Leben ein bisschen schwer machen wollen. Aber... wir werden uns gerade mal ein bisschen dagegen wehren. Und werden hier mal ein bisschen Rabatz machen. So, haben wir nichts mehr. So, und ich suche gerade einen Weg nach unten. Weiß aber gerade nicht so recht, wo lang. Ich könnte ganz rauf aufs Dach gehen. Der hatte noch Medikit. Ja, wunderbar. Ach, da liegt eine unsichtbare Leiche. Ah, schon klar. Zielfernrohr, Schalldämpfer, entladen, fallen lassen. So, ja gut, dann gehe ich mal rauf aufs Dach. Und dann könnte ich probieren, hier runterspringen. Das wäre so die einzige Alternative, die mir jetzt einfallen würde. Basis, die Freiheit hat den Tunnel erreicht. Mission fehlgeschlagen. Tunnel sprengen. Nein, nicht schon wieder. Weiß ich aber recht, das Teil. Die Drecksäcke, die so viele unserer Kameraden auf dem Gewissen haben, wurden getötet. Die Freiheitsgruppe hat wieder einmal bewiesen, dass man sich nicht mit den Besten anlegen sollte. Schon bald wird der Tag kommen und in die Zone frei sein wird. Komm hier vorbei, Söldner, um deine Belohnung abzuholen. Der Tag, an dem die Zone frei sein wird. Ja, ich glaube, das könnte noch ein bisschen dauern, ganz ehrlich. Das könnte doch noch wirklich eine Zeit lang in Anspruch nehmen. Der Tunnel. Vermutlich dieser Tunnel. Aus dem jetzt niemand mehr in das dunkle Tal gelangt. Weil wir nämlich so ziemlich jeden ausgeschaltet haben, der sich hier befindet. So. La 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 la. So, fallen lassen. So, ja, und ihr merkt ja eh schon, ich nehme nicht mehr jeden Ramsch mit, also. Bisschen was nehme ich natürlich mit, aber alles nehme ich nicht mehr mit. Jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich hier raus? Vielleicht so. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ja. Da kann ich gar nicht rein. Okay, habe hier eine kleine Kiste mit ein bisschen Munition. Komm weg, damit brauche ich nicht. Ich habe meine liebe AK. Ach, hier liegen auch noch jede Menge Knarren rum. Zielfernrohr, Schalldämpfer, fallen lassen. Zielfernrohr, Schalldämpfer, fallen lassen. Zielfernrohr, Schalldämpfer, fallen lassen. Zielfernrohr, Schalldämpfer, fallen lassen. 13 Scopes und 10 Schalldämpfer haben wir schon. Das ist nicht wenig.
So, wir hätten das oben, das eine Versteck noch, aber das holen wir uns ein anderes Mal. Wo sind die ganzen Leichen hin? Das würde mich jetzt interessieren. Alle weg. So, egal, wir holen uns unsere Belohnung. Moment, das machen wir ein bisschen. Da kürzen wir ein bisschen ab. Da liegt auch noch eine Knarre. Mit den Ohren. Sprich laut. Du hast nichts mit den Ohren, du solltest nur mal hier deine Mütze abnehmen. Dann. Lager bauen, Onkel Charles Hangar. Lager in Bauernhof. Müllhalde, nee, Onkel Charles Hangar. Gehen wir. Nicht abstürzen, nicht abstürzen, nicht abstürzen. Brave X-Ray Engine. So, ich glaube, wir haben ein bisschen was zu reparieren. Na, was? So, bis dann, und zwar hier. 81 Kugel reparieren, ja. 143 Kugel reparieren, ja. Das müssen wir nicht reparieren. Wunderbar. So, Die Risikostudie. Das sind. So, dann holen wir es hier noch die Belohnung ab. Aber hey, Bruder! So, hast du was für mich? Super. Ist da noch was? Nee. Na gut, bis später. Komm nächste Woche wieder vorbei. Ja, wir erwarten ein paar richtig gute Kräuter. Mit Auftrag erfüllt. Hol dir deine Belohnung. So, dann gucken wir mal kurz auf den. Für eine Verbesserung halt der Flohmarkt. Bla 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 bla. Hole Fang ein. Ja. Dann werde ich mal kurz verkaufen gehen, und zwar die ganzen Scopes und Schalldämpfer. Wozu haben wir sie denn eingesammelt? Okay, hey, mein Freund! Ja, halt Mann, einfach mal Mann, die Klappe. Danke, Söldner! Du bist ja nervig wieder. Hallo, hallo, Professor. Oh, das gibt Geld, das gibt Geld. Oh, 3000. Oh, das gibt Geld. Oh, schön. Oh, das ist super. So, ja, die Frage ist natürlich, was mache ich denn? Ach, der schöne Unterlaufgranatwerfer. Das tut mir richtig in der Seele weh. Ich gebe den jetzt wieder her. Wie viel denn der? Naja, 1,3 Kilo. Komm, den behalte ich. Vielleicht finden wir ja mal eine Knarre, wo wir sie dann dran montieren können. Im Moment jetzt eine AK auftunen extra für das Teil. Nee, will ich nicht. Jetzt will ich mal ein bisschen auf Präzision gehen. Und deswegen handeln wir jetzt mal das Zeug. Das kann ich jetzt mal weg. 18.000 Rubel. Ja, das ist gut. Und dann werden wir uns mal. Na gut, eine bessere Rüstung könnten wir uns auch mal leisten. Wäre eigentlich auch nicht verkehrt. Aber immerhin ist es wieder Tag. So, bringe den wilden Napper, den alten PDA. Ja, ich glaube, das werden wir mal tun. Wir hätten da zwar noch ein Versteck zu plündern. Sollen wir das noch schnell plündern gehen? Ja, ich würde sagen, ja, mach mal. Komm, machen wir noch schnell. Wir holen uns schnell noch das Versteck und dann reisen wir wieder zurück. Zur Müllhalde. Wir müssen ja immerhin Fang einholen noch. Sehen wir eigentlich den auf dem PDA? Ja. Da wird er uns markiert. Hole Fang ein. Aber ich wette, der ist da nicht. Der ist sicher schon weitergezogen. Das ist nur die letzte Position von ihm. Da würde ich jetzt meinen Arsch drauf verwetten. Ach, da drin waren wir jetzt auch noch nicht. Ah, ich vergesse hier alles. Ah, ist doch egal. Ich würde sagen, wir hauen hier ab und. Handy, nee, ich muss jetzt nur mal gucken. Wir gehen da raus, ja. So, und so langsam muss ich mal was essen. Ich habe wirklich schon Scheißhunger.
könnte ein ganzes Pferd fressen. Pferd. So, was liegt dir denn so faul hier rum? Haben die noch was dabei? Nee. Die haben wir, glaube ich, sogar schon mal geplündert. So, sind wir wenigstens auf dem richtigen Weg? Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Wunderbar. Dass wenigstens einmal etwas rund läuft. So, und ich befürchte, diese Folge wird wieder etwas kürzer werden. Und ja, ich weiß, dass das Zeug noch hinten in der Kiste liegt. Wir werden aber sowieso früher oder später nochmal hierher zurückkehren. Deswegen, da mache ich mir gerade jetzt mal keine Sorgen. Gut, wir hätten den Granatwerfer jetzt eigentlich auch hier lassen können. Und... Soll ich es noch schnell rübertragen? Eigentlich, wie gesagt, könnten wir den Granatwerfer eigentlich ruhig hier lassen. Könnten wir uns auch wieder ein bisschen Gewicht sparen. Ja, ich glaube, das werde ich dann mal schnell machen gehen. Dann werde ich kurz was essen gehen und dann wird die Aufnahme weitergehen. So, deswegen wird die Folge mal wieder ein bisschen kürzer und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge auf der anderen Seite der Müllhalde ohne Granatwerfer. Wenn es wieder heißt, Let's Play Stalker Clear Sky.